Moin zusammen. Wir sehen uns heute das Samsung Galaxy Tab A9 Plus an. Das A9 Plus ist ein 11 Zoll Tablet. Das A9 ist 8 oder 10 Zoll. Das ist relativ klein im Vergleich. Dementsprechend muss man davor aufpassen, wenn man kauft, ob man jetzt ein großes oder ein kleines Tablet haben will. Das ist jetzt eine größere Variante. In unserem Fall kommt das mit 4 GB Arbeitsspeicher und mit 64 GB internen Speicher. Kann man auch erweitern auf 1 Terabyte Speicherkarte, wenn ich mich gerade nicht vertue. Es gibt auch eine Version, die mit 128 GB internen Speicher und 8 GB RAM kommt. Die haben wir jetzt hier aber nicht. Wir haben einen 11 Zoll TFT-Display, also kein AMOLED-Display, sprich die Schwarzwerte sind ein bisschen weniger cool als bei anderen Tablets. Dafür ist das Ganze allerdings relativ günstig. Wir haben 90 Hertz, das heißt, alles geht relativ flüssig vonstatten. Es ruckelt weniger als bei beispielsweise 60 Hertz. Mit 60 Hertz würden wir aber auch noch ein bisschen Strom sparen. Das Tablet hat einen 8-Kern-Prozessor, dabei handelt es sich um den Snapdragon 695. Zwei der Kerne sind quasi primäre Kerne, die takten mit 2 GHz, die anderen 6 nur mit 1,8 als sekundäre Kerne. Das ist beispielsweise für Gaming und so weiter gut, für Nebenanwendungen, wenn mehrere Sachen auf einmal laufen. Das hilft auch beim Stromsparen, solche Geschichten. Also ist eigentlich eine feine Sache. Mit dieser Aufteilung gibt es seit der Intel 12. Generation dort auch. Das Tablet kommt mit Android 14. In der Regel ist Samsung auch immer sehr gut dabei, die Updates auszurollen. Wir haben eine Wireless Connectivity, Bluetooth 5.1 und GPS in dem Gerät. Man kann das Ganze auch mit 5G bekommen, damit man da eine SIM-Karte einlegen kann. Ist bei uns jetzt aber auch nicht der Fall, weil ich brauche das einfach nicht. Ich brauche das nicht für unterwegs. Unsere Kamera hat eine Auflösung von 8 Megapixeln, also die hintere Hauptkamera im Prinzip. Und unsere vordere Kamera hat 5 Megapixel. Beides läuft mit Full HD. Unsere Akkuleistung beträgt 7040 mAh. Gefühlt ist das relativ hoch. Mir ist jetzt aufgefallen, dass der für das Aufladen des Akkus relativ lange braucht. Ist natürlich auch ein großer Akku, ist kein Wunder. Und wenn er langsam lädt, schont das auch den Akku. Ich hätte es gerne noch ein bisschen schneller gehabt, dass ich, wenn ich das Tablet leer habe, das zumindest eben schneller 50% bringen kann, damit ich das dann erst wieder für ein paar Stunden benutzen kann. Ich selber habe das nicht ausprobiert, ich habe es jetzt am Laufen gehabt, da hat das sehr gut performt, was die Akkuleistung angeht, also ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Ich habe bei einem YouTuber gesehen, der hat das Tablet quasi auf volle Lichtleistung gestellt, hat ein YouTube-Video angemacht und meinte, das hätte 6 Stunden gehalten. Das ist schon durchaus beachtlich im Vergleich zu anderen Tablets. Das Ganze wiegt knapp 500 Gramm, das Tablet an sich ist also gar nicht mehr so schwer, es ist dünn, leicht und angenehm in der Hand. Außerdem hat das Tablet Dolby Atmos Sound. Das Ganze hört sich ganz gut an. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht beschweren. Ich habe jetzt bei Genshin Impact ein bisschen zugehört, um das auszuprobieren. Fand ich durchaus in Ordnung. So, dann sehen wir uns mal kurz den Karton und das Innenleben an. Einmal kurz die Benennung da drauf, wie sich das gehört. Das Gerät ist da drauf zu sehen, in einem schlanken Format quasi. Ansonsten steht hier informationstechnisch, okay, hier finden wir ein paar Informationen. Hier ist vermutlich der Prozessorname oder sowas. Das ist nochmal irgendwie ein Codename. Wir haben die Farbe, da steht Silber drauf. Wir haben 4 GB und 64 GB. So, auf der Rückseite ist quasi nichts Nennenswertes zu finden. Hier sind so kleine Wegschmeißhinweise und so weiter. Hier steht 10 bis 15 Watt darf es laden auf dem Ladegerät, das ist auch ganz interessant. Ansonsten sehen wir nichts außer einen Aufkleber, den ich bereits geöffnet hatte. So, da ist das Gerät. Ich hole es mal raus. Das Ganze habe ich jetzt wieder eingepackt, logischerweise. Ich habe mir das Ganze schon angesehen. Und hier kommt jetzt auch schon die erste Ernüchterung, wenn ich ehrlich bin. Hier ist ein USB-C-Kabel drin. So, das war's. Ich hätte gerne mindestens ein Ladegerät dabei. Also, weiß nicht. Ja, das ist günstig. Aber ich habe neulich Werbung von Temu für ein Tablet gekriegt. Für 50 Euro. Da war sogar eine Tastatur dabei. Und eine Maus. Also, ein bisschen mehr darf es doch sein. Also, wenigstens aufladen möchte ich es können. Ist jetzt für mich kein Problem, aber vielleicht gibt es irgendwen, der kein Ladegerät dabei hat.
Stell dir mal vor, du schenkst das jetzt deiner Tochter oder sowas oder deinem Sohn zu Weihnachten, hast bei dir kein Ladegerät im Haus und Kind will das auf Weihnachten dann aufladen, ausprobieren und es geht nicht, weil kein Ladegerät da ist. Das wird doch die Schreierei bis zum Geld nicht mehr geben. Also finde ich nicht gut. Mindestladegerät sollte dabei sein. So, dann holen wir es auch hier mal raus. Die Höhle packen wir auch schnell an der Seite, weil sonst wird das Katzenfutter, das möchte ich nicht. So, hier ist das gute Stück. Das Ding sieht an und für sich eigentlich ganz schön aus. Wie gesagt, silberne Farbe. Für mich ist die Farbe eigentlich immer relativ uninteressant, weil aufgrund der Tatsache, dass ich da immer eine Hülle drum habe, spielt das keine Rolle, ob das Silber ist, Grün oder Lila. Am Ende ist eine Hülle drumherum und dann hat es die Farbe von der Hülle. Hier ist die 8-Megapixel-Kamera zu sehen. Muss man zu sagen, ich sehe hier keine Form von Blitz oder sowas. Dann drehen wir das Ganze mal um. Hier ist das Display. Muss sagen, an und für sich ist das ein relativ schönes Display. Ich habe das gerade noch mal sauber gemacht. Es ist anfällig für Verunreinigungen, besonders für Fettfinger und ähnliches, was ja auch eigentlich relativ normal ist beim Display. Aber ich finde, es ist hier schlimmer als bei anderen Tablets, die ich schon gehabt habe. Besonders wenn wir die Schwarzwerte haben. Die Kamera ist hier zu sehen. Wir haben hier einen normalen Ein-Ausschalter. Hier haben wir lauter leiser. Hier wird das Mikrofon sein wahrscheinlich. Hier haben wir zwei Boxen. Hier haben wir USB-C. Und ich bin mir nicht sicher, vielleicht ist das auch ein Mikrofon. Kann ich so nicht explizit sagen jetzt. Wir sehen definitiv schon, wir können hier eine Tastaturhülle anschließen. Hier kann eine MicroSD-Karte eingelegt werden, ist auch tatsächlich schon drin. Genau, fast vergessen. Hier haben wir einen Klinkenanschluss. Finde ich auch eine feine Sache. Viele Leute wollen den noch haben. Und hier haben wir nochmal zwei Boxen. Also hier und hier sind jeweils Boxen. Und jetzt sieht man schon eine Kleinigkeit. Wenn ich das Tablet jetzt so in der Hand habe und spielen will, es ist kein Gaming-Tablet, muss man auch dazu sagen, wird nicht so beworben, aber gewisse Spiele sind definitiv dann möglich. Wenn ich jetzt hier spielen will, dann halte ich zwei von den Boxen zu, dann habe ich noch die hier oben und das spürt man hier unten auch. Wenn das ein bisschen lauter eingestellt ist, dann fühlt man richtig, dass das da unten so ein bisschen knistert an den Finger, weil halt der Bass dagegen drückt. Schalten wir das Tablet ein. Katzen und Co., weil noch keine Hülle drum ist. Ich habe noch keine, habe mir aber überlegt, über die Hülle, die ich bevorzugt benutzen werde, werde ich auch noch ein Video machen, wenn sie da ist. Also ein sehr kurzes Video dann. Wir haben jede Menge Apps drauf. Ich muss dazu sagen, ich habe das mit meinem Samsung-Account verknüpft, weil das Tablet hier auch im Gebrauch sein wird und dementsprechend sind hier schon einige Apps automatisch draufgekommen, die in dem Account drin waren. So, was nicht dazu gehört, sind PUBG Mobile, Genshin Impact und die Performance-Dinger. Hearthstone ist tatsächlich ein Spiel, was ich ab und zu mal spiele und was. Das ist nicht ganz so anspruchsvoll, muss man sagen. So, gucken wir mal kurz in die Einstellungen. Was haben wir hier für Möglichkeiten? Man sieht, ich habe WLAN bereits verbunden. Ich habe das Ding auch schon geupdatet. Es gibt einen Samsung Quick Share. Es gibt allgemein Smart View zum Beispiel, ist eine App, die man, damit kann man das Tablet mit dem Handy verknüpfen oder mit einem anderen Samsung-Gerät. Das ist tatsächlich relativ angenehm. Damit kann man beispielsweise das Handy remote bedienen. Hat Vorteile, wenn man das braucht. Beispielsweise, wenn man eine Kamera auf dem Stativ hat, das Handy ist die Kamera auf dem Stativ und man will die fernsteuern, weil man zu weit entfernt steht, kann man das damit machen. Vorausgesetzt, die beiden Geräte sind im WLAN. So, Benachrichtigung. Anzeige ist vielleicht ganz interessant. Wir sehen hier eine adaptive Bildwiederholrate, die können wir auf adaptiv oder Standard stellen. Standard sind 60 Hertz, aber 90 Hertz ist das, was wir wollen. So, ich habe den Bildschirmtime out auf 30 Minuten gestellt. Der Kater muss weg von der Softbox. So, Akkulaufzeit. Naja, so viel Zeit zum Analysieren hat das Ding jetzt noch nicht gehabt. Aber wie gesagt, ich bin ziemlich zufrieden mit der Akkulaufzeit. Das Einzige, was mich ein bisschen nervt, ist, dass es zu lange zum Aufladen braucht. Aber im Normalfall lade ich das auf, bevor ich es benutze. Und hab dann auch den Fall, dass es dann meistens komplett ausreicht für alles, was ich so tue. So, ich bin jetzt nochmal bei Info zu Tablet drin und hier sehen wir auch nochmal das Samsung Galaxy
Tab A9 Plus und den Modellnamen SMX210. Und eine Seriennummer ist auch noch dabei. Statusinformationen ist bestimmt auch noch irgendwas Interessantes dabei. Das sieht aber aus wie MAC-Adressen und Co. Das brauchen wir jetzt alles nicht. So, gehen wir einfach mal in einen Browser. Habe ich tatsächlich bei dem Ding noch gar nicht gemacht. Und hier darf ich erstmal ein paar Sachen bestätigen. Und wir haben auf jeden Fall schon mal eine Suchleiste, wo ein paar Sachen vorgeschlagen werden. Das sieht für mich alles nach irgendeiner Werbung aus. Ist bestimmt für gezahlt worden, damit das da drin ist. Beispielsweise ist Amazon zu sehen, Bonprix, Lieferando. Für mich alles unnütze. Wir geben einfach mal eine Suche hier oben ein. Und zwar PUBG Mobile als Beispiel. Wie gesagt, zocke ich nicht, mache ich nur für die Tests. Ich finde, Zocken am Tablet brauche ich persönlich nicht und am Handy auch nicht, außer halt sowas wie ein Gartenspiel oder so. Aber alles andere, dafür habe ich einen Computer. So, das Scrollen hier sieht eigentlich ganz gut aus. Wir gehen einfach mal hier auf diese Internetseite und gucken, was da so passiert. Dass das Ganze jetzt ein bisschen zum Laden braucht, liegt einfach dran, weil der Ort, wo ich hier bin, habe ich kein so gutes WLAN. Die Verbindung ist nicht ganz so gut. So, hoch und runter scrollen. Ah, okay. Naja, zieht ein bisschen hinterher, es kann aber auch an der Seite liegen. Aber prinzipiell funktioniert es. Für wen ist das Tablet am besten geeignet? Das ist ein Mittelklasse- bis Einsteigergerät. Aus meiner Sicht ist es für jeden, der einfach nur ein Tablet braucht, ein bisschen rumzusurfen, einen Film zu gucken oder sowas, was für unterwegs hat. Solange man damit nicht zocken will, ist es aus meiner Sicht gut geeignet. Was es nicht kann, sind Stifte. Das unterstützt keine Smart-Stifte oder sowas. Dementsprechend zeichnen kann man eigentlich auch damit knicken, ein bisschen mit den Händen, aber sonst auch nicht. So, sehen wir uns das Ganze nochmal kurz an. Wir haben hier die 8 Kerne zu sehen. Wir haben als GPU eine Adreno TM619, sagt mir selber nichts. Werden aber in späteren Tests feststellen, dass die GPU einigermaßen okay ist. Dann sehen wir an der Stelle nichts. Mal sehen, was wir unter das System haben. So, wir haben hier unseren RAM, die 4 GB, die angegeben sind. 3,32 GB quasi nutzbar. So, hat mal kurz ein bisschen an der Kameraeinstellung rumgebastelt, weil hier das alles ein bisschen hell war. Ich hoffe, man sieht noch alles ganz gut. Genau, unsere Auflösung ist quasi eine Full-HD-Auflösung im 16:10 Format. Also 1920x1200 Pixel. Refresh-Rate steht auf 90, kann ebenfalls 60 haben. Das Ganze verfügt über HDR. Wir haben Android 14 installiert. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das erst nach dem Update auf 14 gegangen ist und mit 13 ausgeliefert wurde oder nicht. Kann sein, aber updaten sollte man sowieso immer. Hier haben wir nochmal Infos über die Batterie, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Die Temperatur ist 27 Grad, auch bei den Benchmarks hat das Ganze nicht sonderlich viel mehr ergeben an der Temperatur, also eine feine Geschichte. Netzwerk ist jetzt so nichts zu sehen, Sensoren, ja, wir haben hier Gyroskop und so ein Kram. Wenn wir es jetzt drehen, verändern sich die Werte logischerweise, sobald es sich bewegt. Schwerkraftsensoren und so weiter, brauchen wir alles nicht, Temperatur. Kamera können wir uns noch angucken. Hier sehen wir die 8 Megapixel Hauptkamera und ich habe eben über Full HD gesprochen, als ich den Karton in der Hand hatte, da stand nämlich da drauf. Hier steht aber mehr als Full HD, da können wir nachher auch nochmal gucken, wenn wir die Kamera testen, ob da eventuell wir eine höhere Auflösung einstellen können. So, Brennwert und so weiter, Blende, da kenne ich mich überall nicht so gut mit aus, aber wenn ihr die Werte seht, könnt ihr da bestimmt was mit anfangen, wenn ihr von Kameras Ahnung habt. Genau, und hier haben wir noch die vordere Kamera, die hat eine 5 Megapixel Auflösung und auch hier sind wir höher als Full HD, laut dem, was hier steht, wenn das denn stimmt. So, ich habe mal den Wildlife-Benchmark durchlaufen lassen. Das Tablet hat 1207 Punkte erreicht. Besonders viel ist das nicht, schon gar nicht, wenn man das jetzt mit High-End-Tablets vergleicht, wie so ein, oder High-End-Geräten vergleicht, wie ein
iPhone 15 Pro oder ein Samsung Galaxy S24 Ultra, das ist natürlich, das sind 1.000 € Geräte, klar haben die mehr Leistung, auch wenn die kleiner sind. Verglichen mit allen Geräten, also auch günstigeren Geräten, die diesen Test gemacht haben, natürlich, ist es besser als 15% der Geräte. Was aber viel ausschlaggebender ist an der Stelle, unser Akku hat keinen Prozentverbrauch. Das ist tatsächlich relativ wenig. Also das ist sehr gut. Das ist ein sehr guter Wert. Normalerweise ist das so ein bis zwei, aber eher so einer. Aber keiner, ich sage ja, das Ding hält echt lange. Unsere Temperatur ist 1 Grad gestiegen und wir hatten zwischen 5 und 9 FPS. Ist zu erwarten, ist kein Gaming-Gerät, aber es ist trotzdem noch voll in Ordnung. So, den Geekbench habe ich auch durchlaufen lassen. Der Single Core hat hier 910 Punkte erreicht. Der Multicore hat 2046 Punkte erreicht. Hier haben wir auch eine kleine Liste von allen Geräten, die so besser sind. Wenn ihr euch vielleicht dafür entscheiden wolltet oder ähnliches. Ich habe bewusst ein Samsung-Gerät genommen, einfach aus dem Grund, dass ich, wobei ich sehe jetzt auch schon wieder, ich habe ein Samsung-Gerät genommen, einfach aus der Kompatibilität wegen dieser Samsung View-Geschichte, wovon ich eben gesprochen habe. Das ist mir relativ wichtig. Ich sehe aber, hier sind schon wieder überall Handys aufgelistet, und zwar Flagship-Modelle. Kein Wunder, dass die besser sind. Dementsprechend, ich hätte gerne hier nur Tablets aufgelistet, aber das ist anscheinend nicht möglich einzusehen. So, und der letzte Benchmark. Und zwar haben wir einmal System selber. Da hat es insgesamt 8.598 Punkte bekommen. Unser CPU-Test hat 3.960 Punkte bekommen. Der Memory-Test hat 23.186 Punkte bekommen. Der Disk-Test 32.612. Und hier viel interessanter, die Grafik. Und zwar haben wir einmal 34.201 und einmal 30.560. Tatsächlich ist das ungefähr so viel, wie wir auch ein bisschen mehr sogar, als wir beim Galaxy Tab S4 gehabt haben, welches ja damals sehr teuer gewesen ist, aber halt auch deutlich älter. Aber die Tatsache, wir haben bei dem Black View, hatten wir hier irgendwie um die 17.000, glaube ich, jeweils im Dreh. Das hat sich bei der Gaming-Leistung definitiv gezeigt. Und das Gleiche sehen wir jetzt auch hier. So, wir sind aber bei PUBG Mobile drin. Schlachtet mich bitte nicht. Ich habe keine Ahnung von dem Game. Aber wir hören hier auf jeden Fall schon mal einen ganz netten Sound, der dazu gehört. Und ich finde, für ein Tablet ist das durchaus okay. Ich habe schon Schlimmeres gehört. You can move freely on Spawn Island while you wait to board the plane. Okay, warum habe ich keine Klamotten an? Aber ist auch egal. Die haben auch alle keine Klamotten an. Oh, hi, ich bin in einem Team. Das arme Team. Aber es geht auch schon los. Falls er später irgendwer aus meinem Team sieht, tut mir leid. So, ich bin aus dem Nicht-Folgen. Ich will nicht den Jungs folgen, sondern ich will einfach nur ein bisschen rumprobieren. Wir fliegen mal schnell runter. Da hinten ist Gatka, da holen wir besser nicht hin. Ah, okay, verstehe. Da wollen wir hin. Geht übrigens ganz schön lange. So, und das läuft jetzt schon definitiv deutlich besser, finde ich, als es auf dem Black View gelaufen hat. Das liegt einfach daran, weil hier deutlich bessere Grafikchip drin sitzt. Oder in den Prozessor implementiert. Ich weiß nicht genau, wie das beim Tablet läuft. So, lauf auch gerne ein bisschen schneller. Kein Schnee liegt, ne? So, Tür macht er automatisch auf. Ach, komm.
Ich bin kein Tablet-Spieler, wie schon gesagt. Okay, er nimmt automatisch Sachen auf, ist auch gut. Er nimmt dann mal automatisch die Waffen auf. Okay, er lädt sogar automatisch nach. Kann ich denn hier irgendwie um mich rumgucken? Ah, oh, okay, auch interessant. Aber wir sehen, das funktioniert hier flüssig. Wie gesagt, kein PUBG-Spieler und überhaupt kein. Oh ja, Quatsch, ich bin PUBG-Spieler, aber kein Tablet-Spieler. Aber wenn wir uns das hier alles so ansehen, das läuft gut. Das gefällt mir. Ich glaube, man kann auch hier oben in der Einstellung konnte man auch irgendwo noch die Grafik und Audio gucken. Was haben wir? Wir haben hier einmal den Stil Classic. Wir haben tatsächlich auch HD. Wir können noch HDR, Ultra HDR und sowas einstellen. Unsere Bildrate steht auf hoch. Kantenglättung ist aus. Das finde ich beim Tablet ein bisschen schade, aber das nimmt auch relativ viel Performance dabei weg. Eine Framerate können wir uns, glaube ich, nicht anzeigen lassen, wenn ich das richtig sehe. Aber ist auch, was haben wir unter Effekte? Ja, okay, das ist Blut und sowas. Ich denke, das, was ich zeigen wollte, ach, guck mal, da haben wir noch ein Auto, das nehmen wir da auch noch mal kurz und dann probieren wir das mal einmal aus fahren. Okay, hier gehen wir Gas, hier gehen wir rechts, links. Okay. Das PUBG, was kein PUBG Mobile ist, da kann man diese Dinger umfahren. Den da zum Beispiel. Aber das funktioniert hier offensichtlich nicht. Okay, jetzt hört man gut den Unterschied. Gut. So viel dazu. Ich denke, dass reicht, um zu sehen, wie flüssig das läuft. So, was ich selber überhaupt nicht spiele, aber ich habe einfach mal ChatGPT gefragt, was die Leute bei sowas sehen wollen in einem Test. Und dabei kam PUBG und Genshin Impact bei rum. Also haben wir jetzt Genshin Impact. Gestern Abend runtergeladen. Das Updaten der Daten hat übrigens verdammt lange gedauert. Fällt mir noch dazu ein. Wir haben noch ungefähr 5 GB auf dem Hauptspeicher frei. Alles andere belegen die Spiele und das System. Europe. Ja, komm hier, starten. Hier hört man auch noch mal ein bisschen Sound. Wie gesagt, ich finde den Sound relativ gut für ein Tablet. Ich habe andere gehört, die sagen, es ist so Medium. Mir gefällt er ganz gut. Starten zum Tippen. Ich habe hier auch schon mal in die Einstellungen geguckt, ob man da irgendwas verstellen kann, habe aber leider nichts sehen können. Grafiktechnisch und so weiter. So, was mir hier stark auffällt, ist, dass der Charakter, das sieht für mich pixelig aus, aber das ist wohl ganz normal. Ich habe jemand anderes gesehen, der das gezeigt hat und da war das auch so. Für mich ein No-Go, kann ich nicht verstehen, wie man sowas haben will, aber das scheint eher so dieses Mobile Gaming zu sein, wo sowas denn dann doch relativ häufig ist, es sei denn, man hat halt ein super Gaming-Tablet, aber ich glaube, selbst dabei ist das so. Ich weiß nicht, kann ich ranzoomen? Ich kann ranzoomen. Wenn ich hier so ein bisschen rumlaufe, dann finde ich, dass das, ich weiß nicht, ob es auf der Kamera rüberkommt. Ja, die Umrandungen von dem Charakter sind ziemlich pixelbrei. Ansonsten läuft das relativ flüssig alles. Was ich ja doch ganz angenehm finde. Oh, ich kann Büsche hacken. Ich weiß nicht, ob hier auch irgendwie Situationen kommen, dass da andere Spieler sind. Was ist das denn?
dass die Situation kommt mit anderen Spielern, ob das dann mehr anfängt zu haken. Aber für mich in dem Moment läuft es jetzt erstmal relativ flüssig und definitiv spielbar. Ich habe von einem anderen YouTuber, ich habe es selber nicht ausprobiert, gehört, dass Fortnite dabei nicht spielbar ist, dass das halt so schlecht in der Performance ist, dass das da nicht klarkommt. So, als nächstes sehen wir uns wieder die Kameras an. Wir haben rechts an der Seite den Power-Button mit einem Doppelklick. Bekommen wir hier die Kameras und da geht es jetzt weiter. Kamera, wir haben jetzt wieder das typische Problem, dass die Kamera hier oben auf der rechten Seite sitzt, anstatt oben in der Mitte platziert zu müssen, wenn man das Tablet aufrecht hält. Was bedeutet, dass ich jetzt das Tablet gerade halte und ich bin an der Seite von dem Tablet zu sehen. Sobald ich das etwas neige, dann passt es, dann bin ich mittig. Einfallswinkel ist da kein Problem, aber ich finde es einfach nicht so schön. So, jetzt haben wir einmal die Rückkamera mit den 8 Megapixeln und ich denke, man sieht mich jetzt auch hier drauf ganz gut. Für ein Tablet sollte das durchaus ausreichen. So, wir sind in den Kameraeinstellungen der Rückkamera mit den 8 Megapixeln. Wir haben ja eben gesehen, dass da die Auflösung anders stand als angegeben bei den Kameras, weil da stand was auf der Packung stand irgendwo was von Full HD nur und oder irgendwo stand was von Full HD und hier haben wir eben was anderes auslesen können mit dem Tool. Und um genau zu sein, wir können es hier gar nicht sehen. In der Kamera selber können wir zwischen 4 zu 3, 16 zu 9, 1 zu 1 oder Full wählen. 4 zu 3 ist da Standard. Wir können, wenn wir ein Video machen, können wir zwischen Full HD 30 FPS oder HD 30 FPS wählen. Welche Pixel exakt diese Full HD jetzt hat, ob das 1920 mal 1080 sind, kann ich jetzt leider so nicht rausfinden. Das ist in den Einstellungen nicht zu finden. Wir können bei einem Video 16 zu 9, 9, 1 zu 1 oder Full machen, wofür auch immer Full steht. In den normalen Einstellungen ist davon auch nichts zu finden. Wir haben eine Bildstabilisierung für einen Kamerawechsel hoch runter streichen. Wir können einen Raster einstellen bei uns und den Speicherort auf die SD-Karte setzen, wenn wir wollen. Auch ein Geotagging können wir einschalten, wenn wir das möchten. Coole Option, die wir haben. Wir haben ausgegraut die Dokument scannen und QR-Codes scannen Funktion. Also scheint das aus irgendeinem Grund momentan nicht zu funktionieren. Ich hätte jetzt behauptet, das Licht. Irgendwie hat meine Kamera Probleme mit dem Licht von dem Tablet. Die sind ausgegraut, die funktionieren aus irgendeinem Grund nicht. Ich kann nicht sagen, warum das so ist. So, machen wir das Fazit halt ein zweites Mal, wenn man die Kamera nicht eingeschaltet hat. Das Galaxy Tab A9 Plus. Mir hat es eigentlich ganz gut gefallen. Die Verarbeitung ist nicht ganz so gut. Es gibt hier vorne so eine Linie drumherum. Da wird sich früher oder später direkt drauf absetzen, genauso wie das Display relativ anfällig für Fettfinger ist. Ansonsten, Verarbeitung hinten ist mir relativ egal. Da kommt eine Hülle drumherum. Und dann sieht man eh nur noch die Hülle. Hardware-technisch hat es mir ganz gut gefallen. Zocken ist jetzt nicht so der Burner. Also man kann da drauf Games wie PUBG Mobile zum Beispiel daddeln. Für Hearthstone wird es auch locker reichen. Anspruchsvollere Games würde ich eher ein High-End-Tablet für nehmen. Das ist ein Mittelklasse-Gerät bis Einsteigergerät. Ich habe jetzt 164 Euro oder so dafür bezahlt. Ihr findet übrigens einen Affiliate-Link unten in der Beschreibung. Dann kriege ich eine kleine Provision dafür, wenn ihr es darüber kaufen solltet. Freue ich mich natürlich drüber. Zocken, wie gesagt, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Wenn man wirklich anspruchsvoll ist, dann sollte man ein teures Tablet dafür kaufen. Kameras fand ich an und für sich ganz gut. Für ein Tablet, ja. Jeder hat ein Smartphone in der Tasche und jedes Mittelklasse-Smartphone hat eine bessere Kamera als dieses Tablet und die meisten anderen Tablets auch. Und jetzt weiß ich auch, warum eben die Kamera nicht eingeschaltet war. Die Speicherkarte war voll. Also machen wir weiter.
Kamera an und für sich, für ein Tablet ist die Kamera gut. Ich habe jetzt viel gemeckert. Generell, das Gerät kostet um die 160 bis 180 Euro, so wie es hier ist. Es gibt natürlich auch das größere Gerät mit mehr Arbeitsspeicher, mehr Festplattenspeicher. Und die sind, das ist dann bei 200 Euro in etwa. Aber das mit den, glaube ich, ich kann mich jetzt vertun, ich will nicht lügen. Guckt einfach bei Amazon oder sonst wo. Das Gerät so wie es ist, der Speicher ist natürlich ein bisschen gering, wenn man drauf zocken will. Wenn man nicht zocken will, ist es in Ordnung. An und für sich, ich bin relativ zufrieden damit. Die Leistung für das, was ich mache und für jeden normalen Otto-Normalverbraucher ist mehr als ausreichend. Es fühlt sich gut an, es ist nicht zu schwer, es ist nicht zu leicht. Der Akku könnte vielleicht ein bisschen schneller laden, aber dafür ist es auch ein sehr großer Akku, wo das Tablet lange mithält. Was ja für viele Leute, glaube ich, auch sehr wichtig ist. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.